Cosmo Daily Good News mit Nora Wilker. Die Schlagzeile: Vietnams Regierung stärkt die Rechte für queere Menschen. Die Details: Homosexualität, Bisexualität und Transgender sind keine Krankheiten, die geheilt werden müssen. Mit diesen Worten richtet sich das vietnamesische Gesundheitsministerium an das medizinische Personal im Land. In dem offiziellen Dokument fordert die Regierung Mediziner dazu auf, die sexuelle Orientierung sowie das Geschlecht ihrer Patienten zu respektieren und die Diskriminierung der queeren Gemeinschaft zu beenden. Laut vietnamesischen queeren Aktivisten sei das für ihre Rechte ein großer Schritt nach vorne. In der südostasiatischen Nation fühlen sich Schwule, Bisexuelle oder Transgender nämlich vor allem im medizinischen Bereich diskriminiert. Die Bedeutung: Im Vergleich zu einigen anderen asiatischen Ländern gilt Vietnam in LGBTQI-Plus-Fragen als relativ fortschrittlich. Die Akzeptanz und Toleranz gegenüber queeren Menschen nimmt laut einer weltweiten Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Gallup seit Jahren zu. Trotzdem sind Fehlinformationen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Vietnam weit verbreitet. Laut einem Bericht von Human Rights Watch kommt es immer wieder vor, dass Kinder in der Schule oder zu Hause beigebracht bekommen, dass Schwulsein eine Krankheit sei und dass junge queere Personen deshalb zur vermeintlichen Heilung zu Ärzten gebracht werden. Das Antidiskriminierungspapier der Regierung sei nun eine offizielle Anerkennung für queere Personen, heißt es vom vietnamesischen Zentrum zur Unterstützung von Gemeinschaftsinitiativen. Es wecke die Hoffnung, dass queere Menschen in medizinischen Einrichtungen künftig gleich beraten und behandelt werden wie nicht queere Menschen. Daily Good News in Cosmo. Jeden Morgen um 7:20 Uhr.